In wenigen Tagen ist es 40 Jahre her, dass uns der Elvis Presley abhanden kam. Und viele, viele sorgen dafür, dass er nicht aus der Erinnerung verschwindet. Eigentlich lebt er für alle weiter. Der Ron Glaser hat einen Titel eigens für uns heute geschrieben, in dem er schildert, wie er als Zehnjährige zum ersten Mal den Elvis Presley gehört hat und warum er sich in diesen Elvis Presley so unsterblich verliebt hat. Ron Glaser und die Riding Dudes. Gelungene Produktion, sehr hübsch. Okay, du warst 5, nicht 10. Ich war damals 5, ja. Ja. Das beschreibt der Titel. Wann bist denn du geboren? Muss ich das jetzt wirklich sagen? 1984 bin ich geboren. Ich glaube, da bin ich das erste Mal in die Renten gegangen. Sag, du hast wirklich mit 5 begonnen, dich für Elvis zu interessieren? Ja, das war, also muss ich kurz ausholen, meine Schwester hat eine große Plattensammlung damals gehabt und da waren ein paar Elvis-Platten dabei. Und ich als kleiner 5-Jähriger bin da einfach hängen geblieben und immer, wenn ich den Elvis gehört habe, ja, bin ich nicht mehr aus ihrem Zimmer aus. Und ich sage, es ist wie eine Kinderkrankheit, die nie weggegangen ist. Und wann hast du angefangen, auch seine Bewegungen irgendwo ja, das war mehr oder weniger, das ist so Hand in Hand gegangen. Die Musik gehört, den Elvis gesehen und ja, dann war es vorbei. Ich hab eine Vorstellung von dir gesehen im Metropol. Wie viele Filme hat er gedreht? 31. Und du kannst aus allen 31 alle, alle Melodien? So ungefähr. Also an dem Abend hast du die ganzen Filmmelodien gesungen. Genau. Ich muss einmal dazu sagen, er ist regierender
Europameister der Elvis-Interpreten, weil da gibt es einmal im Jahr in Bad Nauheim eine Europameisterschaft, die kommt erst, also bist das zurzeit noch. Das heißt, du bist ein Elvis-Experte. Ein großer Elvis-Fan, ja. So würde ich es beschreiben. Was war die erfolgreichste, berühmteste Elvis-Nummer? It's Now or Never. Kannst du das ansingen für uns? It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too. It's now or never, my love will be. It's now or never, my love will be. It's now or never, my love. Also, ich könnte mir gut vorstellen, dass jetzt einige wirklich dich beim oder euch, bitte, bei der Gelegenheit, The Riding Dudes, er ist übrigens ein Chuck Berry-Spezialist, der Mika Stockinen, da ist der Andy Hadl, der macht die Johnny Cash-Nummern. Und wer ist das? Er spielt Schlagzeug, bitte. Ja. Na, soll er sagen? Sag uns. Thomas Güttner. Ja, bitte, auf, komm. Kannst du wieder hinsetzen. Na, aber die Internetadresse schauen wir uns an, damit wir sehen, wo ihr demnächst auftretet. Genau, das wie heißt wäre www.theridingdudes.com. Riding Dudes, D-U-D-E-S. Das ist ein australisches Wort eigentlich, die Dudes. Kamerad, Freude. Hoffentlich sehe ich dich bald mal wieder, höre dich bald mal wieder. Schön, dass du hergekommen bist. Wann ist der genaue Todestag? Am 16. August 1977 war das. Ja, und jetzt ist er 40 Jahre, Elvis Presley. Danke, dass du mit dieser Idee gekommen bist. Riding Dudes. Also dann.